Herr Starke, Sie können doch nicht allen Ernstes eine Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Art der Pannenhilfe organisieren. Das ist keine besonders gute Idee. Und das Zweite ist, erwarten wir hier von Ihnen auch, nachdem Sie sich selbst als Denker bezeichnet haben, hier auch ein Konzept im Zusammenhang mit den Sozialversicherungsträgern. Ich glaube, dass Kurz und Sie und viele andere recht haben, aber da gehört ja mal ein Konzept am Tisch. Und wenn Sie das auf 1 bis 2 reduzieren, dann geht das System kaputt. Aber Herr Pilz, Sie können es auf 4 reduzieren. Auf der Arbeitnehmerseite gibt es nur noch Luxemburg. Wo es Pflichtmitgliedschaft gibt. Sonst nirgendwo in Europa. Nur Luxemburg, Österreich. Zweitens die Unfallversicherung. Jenseits der Grenze drittens eine Pensionsversicherung für Unselbstständige. Ja. Und viertens eine Pensionsversicherung für Selbstständige. Das sind sachlich Bereiche, die Sie völlig unterschiedlich gestalten müssen. Unser Problem ist, dass wir in 21 Sozialversicherungsträgern derzeit 16.000 Verwaltungsbeschäftigte haben. In einem mittelfristigen Plan werden Sie das auf etwa 8.000 reduzieren können, aber das geht nicht von heute auf morgen, weil Sie die Leute nicht entlassen können. Da ist Sparpotenzial, aber ich warne davor, mit schlampigen, Sie nennen das Gedanken, auf einen zu reduzieren, hier ziemlich Rüstungen anzurichten. Das war jetzt die Zwischenschaltung, Peter Pilz.